Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute backen wir mal einen Quark-Apfel-Streuselkuchen. Für unseren Quark-Ölteig geben wir in eine Schüssel Mehl, Backpulver, Quark, Öl, Milch, Zucker, Vanillezucker und etwas Salz. Das Ganze verkneten wir jetzt. Ich mache das mit einer Küchenmaschine, ihr könnt auch die Hände nehmen. Dann nehmt ihr eine Backform, legt die mit Backpapier aus. Dann geben wir den Teig in die Form und verteilen den Teig in der Form. Am Rand drückt ihr den Teig dann auch etwas hoch. Unsere Backform mit dem Teig stellen wir jetzt erstmal beiseite. Als nächstes brauchen wir jetzt Äpfel. Die entkernen wir uns und entfernen die Schale. Die Äpfel schneiden wir uns dann in dünne Spalten. Die Apfelspalten legt ihr jetzt schön dicht aneinander auf den Teig oben drauf. Jetzt bereiten wir die Quarkmasse zu. Dazu geben wir in eine Schüssel Margarine, Zucker, Zitronenaroma, Quark, Grieß und Eigelb. Das Ganze verrühren wir jetzt. Das Ganze stellen wir jetzt erstmal kurz beiseite. Jetzt nehmen wir Eiweiß und schlagen das zu Eischnee. Den Eischnee geben wir jetzt zu der Quarkmasse dazu und heben ihn mit einem Löffel kurz unter. Die Quarkmasse geben wir dann oben drauf auf die Äpfel und dann verteilen wir die Quarkmasse schön gleichmäßig. Jetzt bereiten wir noch Streusel zu, dazu verkneten wir Mehl, gemahlene Mandeln, Zucker, Margarine und Zimt. Ich verknete das Ganze wieder mit einer Küchenmaschine, ihr könnt auch die Hände nehmen. Die Streusel verteilen wir jetzt oben drauf auf der Quarkmasse und so kommt der Kuchen jetzt bei 180 Grad 50 Minuten in den Backofen. So sieht unser Kuchen jetzt nach dem Backen aus und den lasst ihr jetzt erstmal richtig schön in der Form abkühlen. So, und hier seht ihr jetzt mal ein Stück, was ich aus dem Kuchen rausgeschnitten habe. Das seht ihr auch mal, wie der Kuchen von innen aussieht. Und damit haben wir dann unseren Quark-Apfel-Streusel-Kuchen fertig. So, meine Lieben, das war's dann schon wieder für heute. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.